So, einen wunderschönen guten Abend euch allen. Also hier ist Abend, bei euch ist morgen. Ich melde mich erst jetzt von der Wahlakademie, weil wir sind hier angekommen, nachdem wir 6,5 Stunden durch die Wüste gefahren sind. Super langsam, muss ich dazu sagen. Weil hier ist irgendwie dieser Stundenplan, das ist alles zack, 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 zack. Eins nach dem anderen und der Steve Vai überzieht echt total gerne. Eigentlich sollte er am ersten Abend so eine halbe Stunde Konzert spielen und dann sollten wir alle jammen. Was hat er gemacht? Er hat sein komplettes Konzert gespielt von der Tour. 1,50 oder so. War geil, aber dann war das Jammen halt wirklich sehr spät und der Andreas und ich standen irgendwie ziemlich weit hinten. Andreas kam noch dran. Mir wurde dann gesagt, nee, die Polizei kommt gleich. Du spielst morgen als erstes. Ja. Okay, muss ich akzeptieren. War mir eigentlich ganz recht, weil ich war vom Fahren auch wirklich sehr müde. Und ja, deswegen habe ich heute gespielt. Wirklich als Erster, wie versprochen. Und das zeige ich dir jetzt gleich. Kurz zur Y Academy. Also wir haben hier Steve Vai, wir haben hier Guthrie Govan, wir haben hier Nuno Bettencourt. Und im Gegensatz zu letzter Woche mit Paul Gilberts Great Guitar Escape sind hier statt 75 Leute 200 Leute oder gefühlt eigentlich mehr, ja? Und es ist ein Dozent weniger als letzte Woche. Deswegen ist hier alles ziemlich voll und alles etwas stressig. Die Wege sind weiter. Dafür ist das Hotel viel besser. Das Essen ist viel besser. Und ja, wir sind hier mitten in der Wüste. Wir sind am Rande von Las Vegas, wo die hier so einen See hingepflanzt haben, einfach so einen künstlichen See und drumherum was gebaut haben, was sie denken, das aussieht wie eine italienische Kleinstadt. Für uns natürlich überhaupt nicht aussieht wie eine italienische Kleinstadt, aber das denken wohl die Amerikaner. Egal. Ja, aber das tut ja nichts zur Sache. Der Videoblog bzw. der Vlog geht heute eigentlich um meinen Jam mit Steve Vai und der hat extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen, und den siehst du jetzt. Viel Spaß damit. Prost.